Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Deutschland und hier geht die Fischezucht auf jeden Fall weiter. Ich habe hier noch eine Fohlen stehen, die ich nicht verkaufen werde. Aufgrund ihres Namens, da verbinde ich doch momentan einiges mit. Ich darf leider nicht wirklich drüber erzählen. Hat mit meiner Arbeit zu tun, aber auf jeden Fall, die bleibt. So, ja, momentan haben wir keinen Platz für ein weiteres Pferd zum Trainieren, deswegen muss ich den leider gleich verkaufen, den guten Murphy. Ja, dann versuchen wir es mit unseren Fischen gleich nochmal. Ja, das Züchter-Event ist leider vorbei. Keine Zeitverkürzung mehr und auch keine Gratis-Chancenverbesserung. Na gut. Die 3% hätten es jetzt auch nicht geschafft, gebracht, dass wir es noch schaffen, aber na gut. Ja, dann habe ich ja eine Infofolge zu dem neuen Event gemacht, habe natürlich wieder was vergessen. Und zwar allein schon hier die Deko. Da wollte ich wirklich mal dran denken, aber nein. ja, wir haben jetzt einen chinesischen Brunnen, den wir für 250 Diamanten kaufen können. Der sieht eigentlich nicht so schlecht aus, finde ich. Dann gibt es Laternen für 150 Diamanten. Ein Baozi-Stall. Okay. Ein tanzender Löwe. Teestall. Ja, alles für Diamanten. Ich denke mal, dass wir das auch wieder über die Rennen eventuell bekommen könnten. Tangian-Stall. Hasenlampenfamilie und Hasenlampe. Und. Gut, danach kommen die Artefakte. Auf jeden Fall gibt es auch wieder neue Deko. Dann gibt es den Widder anzusehen. So. Ja, sieht auf jeden Fall auch sehr schick aus. Sieht wieder eher so funkensprühend aus, finde ich, auf den Bildern. Ich bin mal gespannt, wenn er denn reinkommt ins Spiel, ob wir ihn denn gleich züchten können oder ob wir uns erst nochmal ein, zwei ein Pferd suchen müssen, mit dem wir dann züchten können. Zwei ist ja schlecht. Gut. Dann würde ich sagen, schicken wir die anderen Fische mal auf die Weide. Und dann kümmern wir uns mal um die Rennen. Und ich habe keine Ahnung, warum hier heute die Musik fehlt. Aha. Da kommt sie wieder. Kitty hat mich auch darauf hingewiesen, dass ich vielleicht mal bei den besonderen Aufgaben schauen soll. Dann kann man den General wohl eintauschen. Ich habe es zumindest auf dem Handy und auf dem Tablet versucht, aber da ist das Spiel jedes Mal abgestürzt. Deswegen möchte ich das jetzt hier erst am Ende ausprobieren. Ja. So. Zweimal. Genau, wir haben jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit für die Rezepte momentan. Ja. Gut. So, exklusives Rennen. Lea startet. Tja, dann können wir noch mal zur Bestenliste gucken. Denn da gibt es jetzt ja auch Geschenke, die wir erhalten können in ungefähr 10 Tagen. Je nachdem, was für einen Platz wir haben. Ich bin mal gespannt, wo wir da sitzen. Wo wir da sind, das kann sich ja in den nächsten Tagen noch ändern. Man hat jetzt noch 10 Tage Zeit, hier eine gute Zeit rauszuholen. Na? Jetzt muss ich Lea ein bisschen mehr anstrengen, um da eventuell noch den ersten Platz erreichen zu können. Aber es sieht gerade nicht so aus, als ob wir das hinkriegen. Oh doch. Ja, Glück gehabt, einmal perfekt getroffen. Jetzt müssen wir uns dann nur auf dem ersten Platz noch halten. Ja. Geschafft. Aber irgendwie wäre es mit Musik schöner. Keine Ahnung, wo dieser Ton jetzt hin ist. Ja, und da ist er wieder.
So, dann würde ich sagen, machen wir heute nochmal die Rennen mit den beiden. Dann werde ich schauen, dass ich die Rennen... Ja, ich weiß nicht, wollt ihr die sehen? Wenn ich jetzt viermal Rennen mache, immer mit Lea und Ronja. Ich denke mal, das wird dann auch irgendwann langweilig, weil ich es erstmal schon mit meinen besten Pferden machen möchte, bis ich dann die Rezeptstückchen zusammen habe und danach können wir wieder so just for fun alle möglichen Pferde mal rausholen. Und ich wurde ja auch gefragt, wieso ich zwei T4 Oldenburger habe. Das hatte ich in der letzten Folge schon erzählt, da... Die hatte ich aber vorher schon aufgenommen, bevor ich diese Frage dann gestellt bekommen habe. Lucia ist meine Oldenburger Stute auf Stufe 4. Die Kleine, die ja momentan noch Fohlen ist. Aber wir werden uns dann nochmal zu den Tinkern begeben und da versuchen zu züchten. Entweder haben wir dann erstmal eine Tinkerstute oder wir schauen dann bei den Gotland-Ponys eventuell mal, ob wir da eine Stute oder einen Hengst stehen lassen, dass wir dann zwei verschiedene Fohlen haben. Ja. Aber Lucia sieht man auch in dem Intro. Das Fohlen. Das ist Lucia, mein Oldenburger Fohlen. Mal sehen. Ja, wobei beim Intro, jetzt wo der Fisch da ist, ich weiß nicht. Also, vielleicht gibt es da dann doch demnächst nochmal ein neues. Wobei ich da wirklich sehr, sehr viele Pferdchen gern reinstellen würde. Aber das würde sonst echt zu lang werden. Ja, hier fehlt jetzt der Ton wieder. Ach nee, da ist er. Und Lea gibt ihr Bestes. Ach ja, ich bin mal gespannt, ob es dann als nächstes noch ein Rundenrennen gibt. Das wäre ja schon irgendwie interessant, wenn wir jetzt noch ein paar Events hätten mit so Rennen. Immer an verschiedenen Orten. Wäre interessant. Definitiv. Wäre natürlich für die Leute doof, die keine Pferde mit komplett diamantenen Werten haben. Aber ja, wenn man dann nur auf die Spieler eingeht, die jetzt in den unteren Leveln ist, dann ist das für die Spieler, die schon länger spielen, wahrscheinlich nicht zufriedenstellend, wenn es dann zu einfach wird. Ja, ich denke mal, es ist sehr schwer, da so das Mittelmaß zu finden für alle. Andererseits ist natürlich jetzt auch wirklich blöd, weil die Leute, die jetzt keine Pferde mit komplett diamantenen Werten haben, haben wahrscheinlich überhaupt keine Chance. Diesen klassischen General, den bekommt man wohl, wenn man bei der besten Liste unter, keine Ahnung, besten 20, besten 30, 40, 50, keine Ahnung, müssen wir gleich mal schauen, ist. Und da hat man wahrscheinlich, wenn man Pferde nur mit Goldwerten hat, wahrscheinlich keine Chance, nehme ich mal an. Und das ist schon, ja, irgendwie schade. Naja. Oh ja, Ronja zeigt jetzt, was sie kann. So. Gut, dann haben wir jetzt 4 Rennen gemacht. Dann Bestenliste 230, okay. Also 32, 91, da muss man ja wirklich, keine Ahnung, immer perfekt drücken oder so. Was ist denn das hier? Das ist auf jeden Fall kein Pferd, das einen Bonus bekommen hatte. Ein bayerisches Warmblut. Jetzt hat man natürlich... Ich glaube, der Trakehner bekommt bald diesen Bonus. Aber dann ist das ja natürlich schon abgelaufen. Ja. Das ist der General, ne? Ja, klassischer General. Werttechnisch, naja, aber auf Stufe 1 geht eigentlich. Geht. Ja, momentan würden wir dann wohl 20 Diamanten bekommen. Da liegen auch ziemlich hier 33,02, die sind
sind bestimmt dann die Hundertstel, die das irgendwie entscheiden. Da liegen viele sehr, sehr dicht zusammen. Naja, gut. Die haben wir uns ja schon mal kurz angeschaut. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt erstmal nach Montana. Wir könnten eigentlich Lucia noch mal kurz anschauen. Oder wie ist das, ihre Karte kurz öffnen? Ja. Die steht nämlich jetzt auch hier bei Avatar, weil ich die beiden dann gerne großziehen würde. Hier steht unser Tinkerhengst, der dann die Aufgaben erstmal übernimmt. Ja, wenn es Fohlenaufgaben für den Hengst gibt, zumindest dann bei den nächsten T4-Pferden hier. Und das ist die Stute, momentan Level 2. Ja, Avatar ist schon 4. Müsste ich wirklich machen. Aber momentan habe ich noch keine Stute, die sonst die Aufgaben übernehmen würde. Weiß man ja nicht. Ich kann ja blöd laufen und man kriegt erstmal gar keine Stute, sondern nur Hengste. Aber mal schauen. So, Dragon und Lissy. Vielleicht kriegen wir jetzt unsere Stute. Na, knapp drüber. Und ja, das ist eine Stute. Gut. Da wir jetzt momentan sowieso keine weiteren Aufgaben machen, müssen wir mal schauen, ist der Holzsteiner denn schon bereit zum Verkauf? Die Stufe 1er wollte ich beide verkaufen. Ja, 12 Diamanten. Haben wir denn hier eine Aufgabe? Ja, gib aus. Nee. Naja, gut. Ich würde sagen, aber Ted wird uns definitiv verlassen. Faye wird uns auch verlassen, da wir ja die Stufe 3 Stute, ich weiß gar nicht, ist sie jetzt hier drin? Die Vanessa, die müsste noch umbenannt werden. Das kann gut sein, weil ich habe die Kira, unsere Stufe 1 Stute, habe ich schon verkauft, damit ich den Tinker hier hinstellen kann. Ich sehe sie jetzt aber leider nicht. Nee. Das ist der Hengst, der dann erstmal bleibt. Und da müssten wir rein theoretisch den Dole als nächstes züchten. Ich bin ja näher vorbei, die steht doch bestimmt hier drin. Muss doch irgendwo sein. Ich müsste nur mal gucken, wo der Dole ist, aber ich möchte eigentlich so viel züchten. Da ist sie ja. Übersprungen. Ja. Oder könnte Ted noch ein Level abbringen, wenn wir ihn jetzt noch einmal auf die Weide schicken? Ich meine, das Fohlen dauert ja. Ja, kriegt er. Dann würde er uns ein bisschen mehr bringen. So. Gut, dann können wir mal schauen. Was gibt's? Okay, neuer Rekord. Lea hat einen neuen Rekord aufgestellt. Aber jetzt kriegen wir wieder für jedes Pferd hier, mit dem wir ein Rennen gemacht haben, eine Info. So, Stallbursche. 4300 Münzen verdient. Ja, da schauen wir gleich mal vorbei. Das Dorf wurde besucht. Dann 6448 Münzen als Belohnung. Ja, und dann würde ich mal sagen, schauen wir da mal kurz vorbei. Hier gibt es die legendären Tekiro. Auch ein schöner Name. Na, bist du dann die Stute? The Rose. Hier versteckt. Ach, Stufe 3 Weihnachtspferd. Peaches. Nicht schlecht, ist auch eine schöne Sache. Hier den Baum neben der Scheune. Da hat man Pony. Ja, als nächstes kommt das. Okay, und hier wird noch weiter gezüchtet. Wahrscheinlich, weil als nächstes das Dartmoor-Pony wieder als Stufe 4 erhältlich ist. Gut. Wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück. Tja, rein theoretisch müssten wir es bei der Vida auch nochmal versuchen. Irgendwann muss es ja mal bei irgendeinem Pferd klappen. Dann müssen wir uns danach wahrscheinlich nur züchterisch ein bisschen zurückhalten. Weil es finanziell einfach nicht drin ist.
Dafür kriegen wir nicht genug Geld zusammen für die vielen teuren Zuchten. Ja, hier fehlt schon wieder die Musik. Aber ich glaube, das machen wir jetzt noch. Ach Gott, diese Weiden. So. Dann war das ja leider eine Fehlzucht, für die wir jetzt aber keinen Platz mehr haben. Zeus und Alex. Ah, 70.000 fast. Und nur 12% Chance. Ui. Aber es klappt. Oh Gott, es tut mir leid. Oh mein Gott. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt wirklich noch klappt. Es ist ein Hengst. Oh, das heißt, ich kann die Stuten beide behalten. Sehr schön. Oh, wie cool. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr verkürzen. Oh, ist das schön. Und ich hoffe, dass wir dann zum nächsten, ja, beim nächsten Mal, ich kann ja morgen wieder verkürzen. Das versuche ich dann vor der Aufnahme und dann sollten wir ihn hoffentlich da haben. Ich hoff's. Ach Gottchen. Oh, ist das schön. Oh, endlich. Eine Zucht abgeschlossen. So, wir könnten nochmal. Wo hatte ich denn bei den exklusiven Pferden? Hatte ich ja. Aber da hatte ich ja schon mal durchgeguckt. Da hatte ich ja leider. Ja, war das bei den Sternzeichen? Irgendwo hatte ich doch verpasst, dass ich Diamanten bekommen habe. Konstellation 3. Nee, wo war das denn? Oder war es die Fantasiepferde? Kann natürlich auch sein. Hier fehlt auch immer noch das T. Gut. Aber momentan da. Ist da nichts mehr? Gut, dann können wir noch mal auf die gleich. Ja, zu den Aufgaben schauen. Ja, wenn es jetzt abstürzt, ist die Folge gleich zu Ende. Sonst schauen wir uns das noch mal an. Ich hoffe, aber es klappt. Ich hoffe, es klappt. Ne, es klappt hier. Oh, ja, wir kriegen den klassischen General als Stute, wenn wir genug Punkte hätten. Das kriegen wir. Ach, 8.000 wieder. Ja. Nee, das kriege ich jetzt erstmal nicht hin. Nicht mal die Hälfte. Ja gut. Ja, aber jetzt deswegen 500 Diamanten ausgeben, mache ich jetzt auch nicht. Wir schauen mal und warten auf die nächsten Aufgaben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.